Herzlich willkommen. Im Yoga geht es im weitesten Sinne darum, dass wir uns selbst erkennen und mehr von diesem Selbst leben und in unser Leben tragen. Zumindest aus Perspektive der tantrischen Philosophie ist das so. Jetzt gibt es eine ganze Bandbreite von Gedanken und Gefühlen, die uns da im Weg stehen. Und was mir in den Sinn kommt, sind Gefühle wie Schuld oder Scham und die Angst, was andere von uns denken und die Angst, dass andere Menschen sich von uns abwenden. Und nun können wir darauf warten, dass andere Menschen uns den Raum halten und geben, dass wir die sein dürfen, die wir sind. Aber wichtiger wäre es, dass wir uns diesen Raum selber geben. Warum können wir das? In unserer tiefsten Essenz sind wir Liebe und diese Liebe ist bedingungslos und diese Liebe befreit von Schuld und Scham immer und immer wieder und sie möchte, dass wir uns entfalten und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir uns aufrichten und der Mensch sein, der wir aus tiefstem Innersten sein möchten. Wir beginnen im Liegen auf dem Rücken. Bitte die Knie zu dir heranziehen, dich selbst umarmen und halten. Und nun bitte nur das rechte Knie halten mit beiden Händen, das linke Bein kurz über dem Boden ausstrecken, halten die Füße geflext. Drück das Becken und das Kreuzbein drücken in den Boden und du ziehst den Rücken lang und suchst eine Aufrichtung der Wirbelsäule. Ruhig fließt der Atem. Und dann bitte die Seite wechseln, linkes Knie zu dir heranziehen, das rechte Bein kurz über den Boden ausstrecken, mit dem Knie gegen die Hände zurückdrücken, den unteren Rücken lösen und langziehen, dir eine Aufrichtung erlauben. Gut, noch einmal die Beine wechseln, dahingehend, dass du jetzt den rechten Knöchel über das linke Knie bringst, durch das Nadelöhr hindurch greifst, entweder die Rückseite vom Oberschenkel oder den linken Unterschenkel greifst, die Füße geflext, atme tief in dich hinein. In Erinnerungen, Bilder, die ganze Palette deines Seins und auch hinein in das, was dich gegebenenfalls aufhält auf deinem Weg. Wir lassen es zunächst erstmal sein, wie es ist und die Seite wechseln. Jetzt linker Knöchel geht über das rechte Knie durch das Nadelöhr hindurchgreifen. Entweder den Oberschenkel oder das rechte Knie greifen. Die Füße geflext, rechter Knöchel stabil, dich mit deinem Atem verbinden. Mit der gesamten Bandbreite deiner Existenz verbinden. Und da ist etwas, was durch dich leben möchte, was dir Impulse gibt. Um in der Lage zu sein, auf diese Impulse zu hören, ist es wichtig, dass du dich ermächtigst, dich befreist von der Idee von Schuld und Scham und Angst. Gut, jetzt bitte die Füße aufstellen, hüftgelenkbreit und parallel. Die Arme zur Seite, Ellenbogen drücken, wie Roboterarme in die Matte. Du legst die Schulterblätter flach an. Und bevor es weitergeht, zieh bitte deine Hüftpunkte zueinander. Das sind die tiefliegenden, queren Bauchmuskeln, die in Richtung Mitte ziehen. Der untere Bauch zieht etwas nach innen. Und einatmen, hebe dein Becken langsam an. Nun greife entweder die Außenseiten der Matte, wenn deine Schultern noch nicht offen genug sind, kannst du so auch die Schultern zurückrollen oder verschränke die Finger hinter dem Rücken, ruckel die Oberarme mehr am Rücken zueinander, Hinterkopf lang. Aus dem Becken heraus zieh dich lang. Dabei bleiben die Füße und die großen Zehenballen gut geerdet. Einmal noch ein. Und ausatmen, die Hände lösen, dein Becken ablegen, die Füße gehen mattenbreit auseinander, Knie sinken einmal nach innen, lege eine Hand auf dein Herz, eine Hand auf deinen Bauch, vertiefe deinen Atem ohne Anstrengung, komme mit dem Atem mehr in den Augenblick,
Lass Schicht um Schicht von Vorurteilen, Konzepten von dir abfallen. Und wenn du ganz im Moment und näher bei dir, in deinem Herzen, in deinem tiefsten Wesen bist, ist dort Liebe. Und mit und aus dieser Liebe heraus kannst du dich befreien von der Idee von Schuld oder du müsstest das und das so tun, um gut zu sein vor etwas Größeren. Das brauchst du nicht. Du bist von diesem Größeren geliebt. Einmal noch ein. Die Knie zu dir heranziehen, bitte ein bisschen hin und her rollen und durch Auf- und Abrollen deinen Weg finden in den ersten nach unten schauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Die Hände ebenmäßig erden, die Knie ein bisschen beugen, den Po hochschieben und erstmal den gesamten Druck rausnehmen. Das Verstehen, dass das, was du bist, wie du bist, in diesem Moment gut ist. Dass du deinen Weg gehen darfst und sogar gehen sollst. Noch einmal die Knie ein bisschen beugen, den Po höher schieben. Achtung, dass du aber mit dem Herzen, mit den Schultern nicht zu sehr einbrichst. Halte die Schultern etwas weg von der Matte und dann beginn beide Beine zu strecken. Mit dem Ausatmen laufe nach vorne zu den Händen. Die Füße gut erden, halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Halbe Vorbeuge einatmen. Ausatmen, bring die Hände an die Hüfte, mach den Rücken gerade, erde die Füße und einatmen, komm hoch. Aus, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite und richte dich aus dem Inneren auf. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Dich so lang wie möglich ziehen in die halbe Vorbeuge, einatmen. Ausatmen, linkes Bein weit nach hinten setzen, das linke Knie weich auf der Matte ablegen. Einatmen, komm hoch und bring die Arme über den Kopf. Bleibe einen Moment. Aus der eigenen Kraft heraus, von den Füßen, Energie ins Becken ziehen, vom Becken her ein bisschen tiefer sinken und dich jetzt aus dieser eigenen Kraft heraus aufrichten. Dich befreien, dein Herz weit. Und ausatmen, die Hände aufsetzen, in den nach unten schauenden Hund kommen. In die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Deine Variante gerade oder erst die Knie absenken, ausatmen. Die Zehen lang machen und bitte die Hüftpunkte wieder zueinander ziehen, unterer Bauch nach innen. Und dann öffne dich in eine kleine Kobra, einatmen. Nach unten schauender Hund, ausatmen. Hier einatmen. Mit dem Ausatmen lauf nach vorne zu den Händen. Halbe Vorbeuge, zieh dich lang. Ausatmen, Vorbeuge. Drücke die Füße stark in die Matte, einatmen, komm hoch, Arme über den Kopf. Und aus, die Hände vor dem Herzen zusammen, erinnerst du dich an deinen Wesenskern und aus dieser Liebe heraus einatmen, bring die Arme über die Seite nach oben und richte dich auf. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge, einatmen, dich ganz lang ziehen, ausatmen, rechtes Bein nach hinten, rechtes Knie weich ablegen und einatmen, hochkommen, die Arme über den Kopf hier bleiben. Die Beine energetisch zueinander ziehen, vom Becken mit dem Ausatmen einen Hauch tiefer sinken und ganz aus dem Inneren dir selbst die Erlaubnis geben, zu wachsen, dich nach oben aufrichten. Und ausatmen, die Hände aufsetzen, nach unten schauender Hund. Schiefe Ebene einatmen. Zum Boden absenken, gern erst die Knie ausatmen, die Zehen lang machen und nochmal eine fließende kleine Kobra einatmen. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen hier. Und mit dem Ausatmen nach vorne laufen zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Die Füße erden und einatmen, hochkommen durch den Druck der Füße. Aus, bringe die Hände vor dem Herzen zusammen.
Beuge deine Knie tief und überkreuze die Unterarme und bring die Hände an deine Oberschenkel. Achte bitte darauf, dass die Knie gerade nach vorne zeigen. Es ist, als würdest du gegen einen Widerstand nach innen drücken, die Knie zeigen gerade nach vorne. Und jetzt pack richtig zu und rolle deine inneren Oberschenkel nach unten. Es ist, als würdest du dich selbst erlösen. Der untere Rücken öffnet sich. Zeig mal, wie du die Hände hast. Ja, super. Nun richte dich ein bisschen auf. Hier zieh den unteren Bauch nach innen und hoch und bring die Arme über den Kopf. Das Steißbein zieht einen Hauch nach unten und aus deiner eigenen Kraft richte dich noch mehr auf. Noch ein bisschen. Einmal noch ein. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge, einatmen. Zurücktreten, bitte in die schiefe Ebene ausatmen und hier bleiben. Beide Hüftpunkte zueinander ziehen. Der untere Bauch nach innen und hoch. Die Hände, die du gut erdest, bitte einmal auseinanderschieben, dass die ganze Muskulatur in der Schulter anders aktiviert wird. Und jetzt zieh Hände und Füße zueinander. Einmal noch ein. Ausatmen, Chaturanga Dandasana, Schulter nicht tiefer als die Ellenbogen, super. Jetzt das Becken ablegen, die Zehen lang machen, dich lang rausziehen und Kobra einen Moment hier bleiben. Mach die Rückseiten der Beine stark, immer wieder den unteren Bauch etwas nach innen und hoch. Atmen, einmal noch ein und ausatmen, nach unten schauen, nach Hund, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, bitte dein rechtes Bein geführt hinten oben herausheben. Ausatmen, den rechten Fuß nach vorne setzen, zwischen die Hände, weiter Schritt. Erde deine Füße gut und einatmen, komm hoch und bring die Arme über den Kopf. Und indem du die Füße in die Matte drückst, dich selbst ermächtigen, dich zu erheben, so richte dich auf. Einmal noch ein. Achtung, die Finger verschränken, jetzt die Zeigefinger zeigen nach oben. Ja, linkes Knie ein bisschen beugen, dich nochmal lang ziehen und dann nach rechts lehnen, sodass die Dehnung im linken Psoasmuskel ankommt. Einatmen, komm wieder zurück nach oben. Ausatmen, linke Fingerkuppen gehen auf die Matte, rechte Hand an die Hüfte, mach dein linkes Bein ganz stark. Roll die rechte Schulter über die linke und schieb den rechten Arm am Ohr vorbei. Dich entfalten, dich ausdehnen. Einmal noch ein. Ausatmen, rechte Hand geht zurück auf die Matte. Komm bitte in den nach unten schauenden Hund. Linkes Bein geführt hinten oben herausheben, einatmen. Ausatmen, den linken Fuß nach vorne setzen, weiter Ausfallschritt. Erde deine Füße gut und einatmen, komm hoch. Drück die Füße in die Matte. Erinnere dich an deine Essenz und von dort kannst du dich befreien, dich aufrichten. Verschränke die Finger, sodass die Zeigefinger nach oben zeigen. Das rechte Knie bitte ein bisschen beugen, dich langziehen in den Flanken und dann rüberlehnen nach links, dass die Dehnung in der rechten Leiste ankommt. Einatmen, komm wieder zurück nach oben. Ausatmen, bring die rechten Fingerkuppen auf die Matte und mach dein rechtes Bein jetzt ganz stark. Zieh dich lang, befrei dich selbst, schieb den linken Arm am Ohr vorbei, volle Entfaltung und Ausdehnung. Einmal noch ein und ausatmen, den Weg zurückfinden in den nach unten schauenden Hund. Und in die schiefe Ebene kommen, hier innehalten. Und Hüftpunkte zueinander ziehen, unteren Bauch nach innen. Einmal die Hände, die du gut erdest, auseinanderschieben, sie dann zu dir hinziehen. Und jetzt, wenn du dich absenkst, kommst du schon ein Stückchen nach vorn mit dem Oberkörper. Achtung, Becken ablegen, Schultern nicht tiefer als die Ellenbogen, Zehen lang und Kobra. Bleib hier, suche die langen Zehen aufzufächern und zu erden, die Beine stark zu machen. Nimm den unteren Bauch nochmal nach innen, roll die Schultern zurück. Und dann nach unten schauender Hund beim nächsten Ausatmen. Drei Atemzüge hier. Dich mit deinem Atem verbinden.
gleichsam mit der Einzigartigkeit deines Weges, deiner Erfahrung. Einmal noch ein. Und mit dem nächsten Ausatmen laufe wieder nach vorne zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Die Knie tief beugen, Stuhlstellung einatmen. Und ausatmen, hochkommen, die Hände gehen wieder vor dem Herzen zusammen. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben und zieh dich lang. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge, einatmen. Ausatmen, linkes Bein wieder weit nach hinten setzen, das Knie weich ablegen und hochkommen mit den Händen auf dem rechten Oberschenkel. Die Beine energetisch zueinander ziehen, den linken Arm einmal nach links strecken mit Daumen hoch. Und dann führe den Arm nach hinten, beuge dein linkes Bein und greife von innen den linken Fuß. Ah, jetzt hast du die Hand gedreht. Deshalb habe ich das mit dem Daumen gemacht. Genau. So, der Daumen ist oben. Variante 1, hier bleiben. Variante 2, den linken Ellenbogen etwas beugen, mit Daumen und Zeigefinger wie ein U machen und die Hand herumdrehen um den Fuß. Genau. Bitte den unteren Bauch nach innen und hoch, dich aufrichten, die linke Schulter zurückschieben. Stufe Nummer 1, hier bleiben. Stufe Nummer 2, rechter Arm hoch zur Decke. Nochmal den unteren Bauch nach innen und hoch nehmen. Und dir selbst die Kraft geben, die Erlaubnis geben, dich aufzurichten und deinen Weg zu gehen. Einmal noch ein. Ausatmen, lösen, beide Hände aufstellen bitte. Mit dem rechten Fuß ein Stückchen nach außen gehen, die Beine nochmal energetisch zueinander ziehen und entweder die Ellenbogen ablegen oder nur mit den Fingerkuppen nach vorne laufen. Der Atem fließt ruhig und ebenmäßig. Gut. Bitte mit dem nächsten Einatmen schon wieder hochkommen, für den Runner Stretch den rechten Fuß etwas gerader justieren, langsam das rechte Bein strecken, Gewicht nach hinten verlagern. Achte auf eine kleine Mikrobeuge im rechten Knie. Von beiden Füßen zieh Kraft ins Becken, nimm den unteren Bauch etwas weg vom rechten Oberschenkel und zieh dich wieder lang. Einmal noch einatmen, ausatmen, in den Ausfallschritt zurückkommen von hier, den linken Fuß dann abstellen parallel zum hinteren Mattenrand, die rechten Fingerkuppen an die Innenseite vom rechten Fuß, bring die linke Hand an die Hüfte. Bitte zieh dich lang in den Flanken, roll die linke Schulter über die rechte und schieb den linken Arm hoch. Und du kannst mit dem rechten Arm ein bisschen gegen das rechte Knie drücken, so dass das rechte Knie gerade nach vorne zeigt, bitte auch die rechte Pobacke aktiv nach unten ziehen. Und so verankert kannst du dich öffnen und aus dem tiefsten Innersten befreien. Einmal noch ein. Ausatmen, die Hände wieder aufsetzen und den Weg zurückfinden in den nach unten schauenden Hund. Nun, schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ausatmen, dich diesmal ganz absenken bis auf die Matte, die Finger verschränken hinter dem Rücken, die Zehen lang machen. Zieh deine Hüftpunkte zueinander, aus dem Becken heraus, zieh dich lang, roll die Schultern vor und hoch, Shalabhasana-Variante, bitte die Ellenbogen etwas beugen. Gut. Lass die Füße in der Variante bitte auf der Matte. Nochmal die Ellenbogen ein bisschen beugen, dich aus dem tiefsten Innersten aufrichten und jetzt die Arme strecken und mehr nach hinten oben ziehen. Jupp. Einmal noch ein. Ausatmen, alles lösen, diesmal über eine langgezogene Position des Kindes kommen. In den nach unten schauenden Hund. Die Hände gut erden, die Fingerkuppen gut erden.
die Energie hochziehen, die Arme hoch, bis die Achselhöhlen sich ein bisschen heben. Gegenstabilisieren, indem du die fliegenden Rippen mehr in den Rücken hineinziehst. Nun aber dein Herz schmelzen lässt, dich an die Liebe in deiner tiefsten Essenz erinnerst. Und die Liebe befreit dich von Verurteilung, von Schuld und du kannst dich selbst befreien. Jetzt. Einmal noch ein. Bitte mit dem Ausatmen nach vorne laufen zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen, Vorbeuge ausatmen, die Füße gut erden und einatmen, hochkommen, die Arme über den Kopf, aus, die Hände vor dem Herzen zusammenbringen. Einatmen, erneut die Arme weit über die Seite bringen und dich langziehen. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge einatmen. Ausatmen, rechtes Bein weit nach hinten setzen, das Knie auf der Matte ablegen und mit den Händen auf dem Oberschenkel hochkommen. Die Beine energetisch zueinander ziehen, den rechten Arm zur Seite strecken, Daumen hoch und dann so den Arm nach hinten führen und von innen, wenn möglich, den Fuß greifen. Stufe 1 hier bleiben. Stufe 2, den rechten Ellenbogen etwas beugen und die Hand herumdrehen, sodass du die Ferse dichter zum Gesäß ziehst. Den unteren Bauch nach innen und hoch. Kannst du hier bleiben, optional den linken Arm nach oben strecken. Und nachdem du dich befreit hast, ist es leichter, dich selbst zu manifestieren, wirklich deinen Impulsen zu folgen. So richte dich darin auf. Ausatmen, langsam lösen bitte. Und der linke Fuß geht ein kleines bisschen nach außen und du läufst entweder mit den Fingerkuppen nach vorne oder kommst auf die Unterarme. Die Beine energetisch zueinander ziehen, aus dem Becken, dir mehr Länge erlauben, dir mehr Raum schenken, dich selbst befreien. Von hier zurück nach oben kommen, den linken Fuß ein Stückchen eindrehen und in den Runner Stretch finden. Gewicht nach hinten verlagern, linker Fuß geflext. Vom linken Fuß die Kraft ins Becken ziehen. Einmal noch einen. Bitte zurückkommen in den Ausfallschritt von hier. Rechtes Knie hoch und den rechten Fuß aufstellen, parallel zum hinteren Mattenrand. Setz die linken Fingerkuppen an die Innenseite, rechte Hand an die Hüfte. Einmal Kraft ins Becken ziehen, mit dem Einatmen Sitzknochen weiten und ausatmen. Linke Sitzknochen unten reinziehen, dich lang öffnen und der rechte Arm geht hoch. Befreie dein Herz, lass es frei, lass es weit und offen sein. Einmal noch ein und ausatmen, dreh dich bitte zurück und komme in den nach unten schauenden Hund. In die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ausatmen, dich langsam absenken bis ganz auf die Matte und die Hände nach hinten bringen neben den Körper. Beide Hüftpunkte ziehen zueinander, der untere Bauch nach innen und hoch und dann beuge deine Beine. Zieh deine Knie isometrisch zueinander, in dem Moment drehen die inneren Oberschenkel ganz leicht hoch, das befreit dich. Und nun kannst du dich neu entfalten, Steißbein zieht zu den Knien, unterer Bauch nach innen, hebe den Oberkörper, greife nach hinten den Spann oder die Knöchel der Füße. Und indem du die Füße nach hinten schiebst, kommst du hoch, Hinterkopf lang. Dich nochmal selber halten, indem du den unteren Bauch nach innen und hoch nimmst. Wenn es ganz echt ist, kannst du noch ein bisschen höher kommen. Und ausatmen, auf den Bauch zurückkommen, den Kopf zur Seite drehen oder mit den Händen ein Kissen machen. Wenn du kleine ausgleichende Bewegungen brauchst, dann mach sie.
So, von hier komm bitte in die Position des Kindes für ein paar Momente. Die Knie mattenbreit auseinander. Dich mit deinem Atem verbinden. Der Atem kann dich verbinden mit etwas Größerem, was dich atmet. Dieses, was dich atmet, ist dein Lebensimpuls. Da möchte etwas durch dich leben und das ist Liebe und das möchte nicht, dass du dich limitierst und schuldig fühlst. Und aus dieser Perspektive darfst du dich selber erlösen. Dich befreien. Und wir tasten uns heran an den nach oben schauenden Hund. Und zwar komme bitte in den Vierfüßlerstand. Die Hände gut erden, auch die Fingerkuppen. Den rechten Fuß lang hinten aufstellen, den linken dazu. Du bist in der Plank Pose. Zunächst zieh die Unterarme einmal energetisch zueinander. Jetzt halte die Hände gut geerdet, wenn du die Hände nach außen schiebst. Zieh den unteren Bauch nach innen und zieh Hände und Füße zueinander. Jetzt kommst du schon sehr weit nach vorn. Wenn du dich langsam absenkst, ziehst du von den Händen Energie hoch. Achtung, Schultern nicht tiefer als die Ellenbogen, stopp. Jetzt die Zehen umsetzen. Den Bauch nach innen und hochziehen und dich durchziehen in den nach oben schauenden Hund. Nochmal ganz leicht die Ellenbogen beugen, die Oberarmköpfe zurückrollen, dich selber aufrichten. Einmal noch ein. Und die Rippen zum Bauchnabel ziehen und in den nach unten schauenden Hund kommen. So, das war die Variante mit den Füßen umstellen. Ich finde die persönlich sehr gut, weil man die Beine gut justieren kann. Es gibt auch die Variante, über die Zehen zu rollen. Die finde ich noch fortgeschrittener. Die dürft ihr gerne machen, wenn ihr das möchtet. Mit dem nächsten Ausatmen lauf nach vorne zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Halbe Vorbeuge einatmen. Bring die rechte Hand an die linke Wade, die linke Hand an die Hüfte. Nee, andersherum, genau. Rechtes Knie ist leicht gebeugt, linkes Bein ist gerade. Zieh dich lang in den Flanken, roll die linke Schulter über die rechte und bring den linken Arm hoch. Die Sitzknochen etwas nach hinten schieben und dich befreien, bis in die Krone des Kopfes öffnen und dein Herz befreien. Ganz aus dem Inneren es weit werden lassen. Einmal noch ein. Ausatmen, linke Hand zurück auf die Matte. Dich langziehen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, linke Hand geht an die rechte Wade, rechte Hand an die Hüfte. Linkes Knie leicht gebeugt. Zieh dich lang in den Seiten des Körpers. Und dann roll die rechte Schulter über die linke und den rechten Arm hochbringen. Die Sitzknochen zurückschieben und dir wieder den Impuls geben, aus der Enge zu wachsen, dich zu befreien selbst. Und zurückkommen in die Vorbeuge und noch einmal halbe Vorbeuge einatmen. Die Füße etwas auseinanderbringen, tief in die Hocke kommen, in Malasana mit dem Ausatmen. Becken sinkt tief, Hände vor dem Herzen, weich der Atem. Kannst du über diese Geste in dein Herz hineinfühlen, das Herz als Zentrum nicht nur sehen als physisches, emotionales Herz, sondern als der Mittelpunkt deiner Essenz. Ganz subtil hat der keinen Ort, dieser Punkt im Körper, dieser Funke ist da und das ist Liebe. Einmal noch ein. Ausatmen, bitte dein Becken absenken und dich einmal noch an den Knien festhalten, um dich gerade aufzurichten. Streck die Arme nach vorne.
Wenn dein Rücken gesund ist, dann roll Wirbel für Wirbel ab. Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Rücken, dann stütz dich ab, ne, um zum Liegen zu kommen. Gut. So, zum Ausgleich für das, was wir gemacht haben, bitte die Füße aufgestellt, einmal das rechte Bein nach oben strecken, die Finger jetzt verschränken hinter dem rechten Oberschenkel, das Bein in die Hände drücken. Wir suchen die kleine Inwärtswölbung im unteren Rücken. Halte die, wenn du dein linkes Bein ausstreckst, erdest. Mit dem Einatmen zieh von den Füßen Kraft ins Becken. Es ist, als würdest du dich selbst umarmen. Und mit dem Ausatmen kommt dieser Befreiungsimpuls aus deinem Inneren. Einatmen, von den Füßen Kraft ins Becken ziehen. Alles integrieren und ausatmen, ein Gefühl von innerer Befreiung. Einmal noch ein. Nun den rechten Fuß absetzen und das linke Bein nach oben strecken, die Finger verschränken hinter dem linken Oberschenkel. Gut. Linkes Bein reinziehen ins Hüftgelenk und wir wollen eine ganz kleine Inwärtswölbung im unteren Rücken. Und dann langsam das rechte Bein ausstrecken, erden. Mit dem Einatmen dich selbst umarmen, von der Haut zu den Muskeln hin zu den Knochen und von den Füßen Kraft nach innen ziehen. Ausatmen, dich innerlich befreien. Und einatmen, dir die Kraft geben, von den Füßen ins Becken ziehen, alles integrieren und ausatmen. Erlösung. Dann stell bitte beide Füße auf mattenbreit. Bring die Arme wie im Kaktus zur Seite. Heb dein Becken an, schwing es ein klein wenig nach links. Leg es ab und lass beide Knie nach rechts sinken. Option Nummer 1, so bleiben. Option Nummer 2, rechter Knöchel geht kurz über das linke Knie. Du drückst mit dem linken Knie etwas gegen den Fuß und ziehst dich lang und bleibst hier. Langsam lösen bitte und die Füße wieder mattenbreit aufstellen. Das Becken etwas heben, rüberschwingen nach rechts. Mehr auf die linke äußere Hüfte kommen und dann beide Knie gehen nach links. Du kannst den linken Knöchel über das rechte Knie legen, optional mit dem rechten Knie etwas gegendrücken gegen das Knie, um dich nochmal länger zu ziehen. Deinen Atem genießen. Und dann lösen, zurückkommen in die Mitte. Einmal noch die Knie zu dir heranziehen, ein bisschen hin und her rollen, genau in der Art und Weise, wie du das richtig findest und wie es dich erlöst. Und dann streck die Beine lang aus für Shavasana. Die Arme liegen neben dem Körper. Schulterblätter flach am Rücken angeschmiegt. Kannst du loslassen jetzt.
Tiefe deinen Atem. Bewege deine Finger ein bisschen, deine Füße ein bisschen. Und mit dem nächsten Einatmen recke und strecke dich, die Arme lang über dem Kopf ausstrecken, die Füße wegschieben und ausatmen, loslassen. Und dann die Knie zu dir heranziehen, in deiner Art und Weise den Weg zurückfinden in eine angenehme Sitzhaltung. Wenn du nun gut sitzt, bring die Hände vor dem Herzen zusammen ins Anjali Mudra. Der Atem fließt natürlich und ebenmäßig. Findest du über diese Geste, über das Anjali Mudra mehr in dein Herz, in dein Zentrum. In deine tiefste Essenz. Wo die Liebe ist, die du suchst und mit der du dich befreist und die dir hilft, der Mensch zu sein, der du sein möchtest. Und genauso ist es die Kraft, die dich aufrichtet, immer und immer wieder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Namaste.